Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Train Fever. Und was ist denn hier passiert? Ja, getreu dem Motto, für euch nur das Beste, bin ich einem Kommentar gefolgt, der unter dem ersten Video der neuen Staffel stand. Und zwar, hey, ich hatte das Problem mit dem Terrain-Generieren auch, dass das nicht vernünftig funktioniert. Immer dann, wenn ich den Afterburner anhabe als Aufnahmeprogramm. Und siehe da, ich habe ihn ausgemacht, habe das gleiche Gelände nochmal erstellt. Und ihr erkennt es vielleicht wieder, aber guck mal da, es hat jetzt auch Berge, es hat richtige Flüsse. Wir spielen endlich wieder in einer funktionierenden Landschaft und ich habe deswegen nochmal nachgebaut, was wir hatten. Die Orte, die Ortsnamen sind zwar gleich, aber sind jetzt irgendwie an anderen Stellen. Jetzt ist hier Tauberbischofsheim, wo damals unser erster Bahnhof war. Und hier ist jetzt Ilshofen, wo Wolfhausen war oder wie das hieß. Ich habe auch hier das Vorfeld wieder so nachgebaut, wie wir bis jetzt waren. Und jetzt geht es hier weiter. Wir müssen also jetzt hier unseren Betriebshof weiterbauen. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viel Geld. Sondern wir gucken, was kostet denn das hier? 200.000. Da müssen wir erstmal eine günstigere Variante finden, glaube ich. Bis wir uns das leisten können. Denn ich habe schon ordentlich Kredit aufgenommen. Denn wir haben jetzt auch noch ein zweites Problem. Und zwar, ja, die Berge sind jetzt im Weg. Jetzt musste ich natürlich hier durch den Berg eine Strecke durchbauen. Aber wir können die erste Strecke anlegen. Und zwar von Tauberbischofsheim jetzt. Das ist jetzt also der neue Ort sozusagen. Na komm. Von Tauberbischofsheim nach Ilshofen. Ilshofen ist jetzt der neue Hauptbahnhof. Und ja, was? Wir haben ja schon beim letzten Mal gemerkt, dass wir ruhig eigentlich noch einen weiteren Personenwagen hätten anhängen können. Und solange die Strecke auch eingleisig war, selbst das schon. Andererseits wird der Zug natürlich jetzt langsamer unterwegs sein durch die Karpaten hier. Ich weiß nicht. Wir nehmen dann den Boldwin Six Wheel natürlich wieder. Weil der hat mehr Power. Der kostet zwar ein kleines bisschen mehr, aber naja, so. Und wir nehmen 4 Wagen. Und da geht's auch los mit unserem ersten Zug hier. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, nennt mich Opti oder Pessimist, dass das schöner aussieht. Wir beschleunigen mal ein bisschen die Zeit hier, dass das schöner aussieht, wenn die Landschaft auch schön ist. Und wir fahren einfach mal eine Runde mit, weil wir müssen ein bisschen Geld verdienen. So, damit ihr auch ein bisschen seht, was ich gebaut habe. Also hier haben wir jetzt das Riesenvorfeld. Mit der Doppelkreuzweiche oder Doppelweiche oder Kreuzweiche oder wie auch immer das jetzt richtig heißt, habe ich schon wieder vergessen. Habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, aber es hat für mich ja gerade dafür gereicht, dass ich mir merken konnte, dass das am Aufnahmeprogramm liegt. Übrigens haben wir da einen Kandidaten, der macht immer für seinen eigenen Kanal Werbung. Wenn ich das noch einmal sehe, also bis jetzt lösche ich das immer. Aber wenn ich das noch einmal sehe, dann fliegst du raus, weil für seinen eigenen Kanal Werbung machen, damit schadet man sich eigentlich mehr selbst, als dass es nutzt. Weil Leute, die kommen dann dahin, denken sich, was für ein Idiot, der macht da immer Werbung unter den Videos. Gehe ich mal eben vorbei, verteile ein paar Daumen nach unten, gucke die Videos nur ganz kurz. Dadurch hast du eine kurze Watchtime und das ist eigentlich das, was man bei YouTube derzeit gar nicht haben will. Das heißt, wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, guckt die Videos bitte immer ganz. ganz wichtig. So, jetzt geht's hier in den Tunnel rein. Den mussten wir auch bauen. Das war gar nicht mal so günstig. Aber mit Gebirgen ist es schon schöner, oder? Hat sich der Aufwand gelohnt. Habe ich mich eben hingesetzt, habe das erstmal neu gemacht. Denn, ja, ich kann ja nicht immer erzählen, hier, beste Zuschauer der Welt und ihr beste Qualität sollt ihr bekommen und so und dann solche Sachen nicht machen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? In der letzten Folge habe ich da ein bisschen über meine Eisenbahnanlage erzählt, die ich jetzt, also das Community-Eisenbahn-Projekt. Und da fehlt immer noch ein G-Name. Also G-Baut wurde jetzt vorgeschlagen.
G lässt einen fahren, wurde vorgeschlagen, was natürlich keinen Sinn gibt, weil das funktioniert so nicht, ne? G kocht macht Sinn. G antwortet macht auch Sinn, ne? G antwortet, ich habe G antwortet, ja. Also einige Sachen waren dabei, die waren ein bisschen komisch. So, jetzt geht's hier bergauf, ich weiß gar nicht, warum das hier bergauf geht. Und dann geht's hier auf diesem Bahndamm in eine kleine Tal... Einschneidung, eine Talsenke. Die habe ich schon ein bisschen breiter gemacht, hier mit nochmal ein Gleis. Und wir sind am Bahnhof und wir haben, oh Wunder, keine Fahrgäste. So, das ist ein kleines Problem, denn das kostet natürlich reichlich Geld, diese Strecke. Und dafür haben wir hier jetzt schon die ersten Fahrgäste. Allerdings nur 16, 17. Das lohnt noch nicht. Da würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal hier eine kleine Güterexkursion. Und schauen mal, wo wir hier eventuell... Ilshofen soll ja unser Riesenhauptbahnhof werden. Ob wir den vielleicht irgendwie anregen können. Lassen die Zeit aber schnell weiterlaufen. So, hätten wir zum Beispiel ein Sägewerk, das derzeit noch nicht produziert. Das heißt, die Produktion müssten wir erstmal anfahren. Dann haben wir hier ein Stahlwalzwerk. Die Produktion müssten wir auch erst anfahren. Dann hätten wir hier die Kohle. Nee, Ölquellen sind das. Oder wir klauen die Sachen einfach hier. Was haben wir hier? Noch mehr Ölquellen. Also wir haben Ölquellen, haben wir genug, aber keine Raffinerie. Da haben wir nochmal ein Stahlwerk. Also wir haben ganz viele Ölquellen. Aber keine Raffinerie. Ja, dann würde ich sagen, wir klauen das hier. So, der muss ganz schön ziehen, der Zug hier. Guck mal. Wir sind auf höchster Geschwindigkeit. Also, dadurch, dass wir das Gelände jetzt deutlich steiler haben, ist vier Wagen vielleicht schon zu viel für den Zug. Man weiß es nicht. So, also, mit dem nicht vorhandenen Geld, wollte ich gerade sagen, bauen wir was, aber das geht ja gar nicht. Dann müssen wir einfach noch mehr Kredite aufnehmen, sodass wir pleite gehen, was blöd wäre. Also, es soll ja auch ein bisschen schwerer sein, habt ihr ja gesagt. Was haben wir jetzt gerade? Den Salat. So. Ja, und mit null Passagieren werden wir natürlich kein Geld kriegen. Aber mit 37, 56 können wir mitnehmen. Und dann müssen wir wieder warten. Ich könnte auch einen Kredit aufnehmen, aber wir können uns mal anschauen, wie es jetzt im Umland aussieht, ob wir da... Wo wir da die nächsten Strecken hinbauen können. Wir könnten hier, müssen wir wieder durch den Berg durch. Ja, und das ist das Schöne jetzt, ne? Das ist eine schöne Herausforderung jetzt. Also das könnten wir anbieten hier. Tauberbischofsheim nach Helmbrechts. Das wäre zum Beispiel eine Option. Wir können nach Santen, nach Jamen, nach Güglingen, Parchim, sehr schön. Betzenstein ist jetzt hier unten. Wolfach ist hier, seht ihr? Am Wolfachsee. Nee, das ist der Wolfgangsee, oder? So, bergab geht's mit dem Zug. Auch nicht viel schneller, sehe ich gerade. Erstaunlich. Hätte ich vielleicht die erste Strecke nicht so steil nehmen sollen. Aber ich habe das... Das lässt sich auch schon mal schwer einschätzen. Ja, so kann man es jetzt ganz gut sehen. Da geht's also ordentlich bergauf. Und mit schönem Wasser ist es auch schöner, ne? So, jetzt haben wir eine Taktzeit von 19 Minuten. Da geht natürlich gar nicht. Und dann schauen wir mal, wie viel wir hier verdienen. Und jetzt haben wir natürlich den Vorteil, hier fahren natürlich auch auf dem Rückweg Fahrgäste mit. Allerdings auch nicht so viele. Können wir hier eine Industrie anschmeißen. Hier haben wir eine Ölraffinerie. Hier haben wir Öl.
Na, das wäre doch eine Option. So, dann sag mal an hier, 17. Und jetzt gucken wir mal, wie viel wir da einnehmen, ob wir dann einen Kredit aufnehmen müssen oder nicht. Jo, müssen wir. Weil sonst dauert das hier echt zu lange. Ja, und ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal nicht eine neue Industrie an, das ist mir zu riskant, sondern wir... Wie viel zahle ich denn im Monat eigentlich jetzt an Kredit? Im Jahr meine ich. Zinsen, 60.000. Haben wir uns mal 6 Millionen geliehen. So. Also, wir brauchen... Erstmal brauchen wir eine Straße. Zum Beispiel einen schnellen Feldweg. Boah! Leute! Nehmen wir halt einen langsamen Feldweg, meine Güte. So. Dann brauchen wir... ein Depot für Güter. Hier tut's das Kleine. Wo sind jetzt meine Güter hin? Ich sehe nichts mehr. Jetzt ist alles durcheinander hier. Keine Ahnung warum. Hier brauchen wir auch das Kleine. Und dann legen wir fest, dass wir uns noch ein Depot bauen. Könnten wir eigentlich hier hinbauen. So, und dann machen wir die erste Strecke für Güter. Und zwar Holz. Und das nennen wir Bäume Bäume Stauffenberg. So. Dann kaufen wir ein paar Pferdefuhrwerke. Und da ist jetzt auch was Neues. Und zwar müssen wir jetzt ja aufpassen, welche Güter diese Fahrzeuge mitnehmen sollen. Dann nehmen wir natürlich die, die günstiger sind hier im Jahr. Die sollen Holz transportieren. So, und dann brauchen wir nochmal Straßenfahrzeuge. Die sollen Güter transportieren. Und da brauchen wir eine zweite Linie. Und zwar von hier. Oh. Nach da. So, die nennen wir mal Produkt Holz Ilzhofen. Und da können wir jetzt unsere Fahrzeuge, die wir gekauft haben, drauf einsetzen. Und da geht's auch schon los. So. Ja, das Problem mit dieser Bahnstrecke ist noch umfangreicher, als ich dachte gerade, wo ich gerade mal so drüber schaue. Die Passierstrecke, das Passierstück wäre genau im Tunnel. Das heißt, das teuerste Stück der Strecke, der Tunnel sozusagen, wäre der Punkt, wo die Strecke aneinander vorbeifährt. Ist auch blöd. So, jetzt überlege ich gerade, ob wir einen neuen Bahnhof bauen können für die Helmbrechts. Aber das müsste eine Strecke sein, die auch durch den Tunnel geht, weil wir wollen ja ein zentrales Depot hier haben, was alles bedient. Das heißt, ich habe jetzt die Option, oder ich habe zwei Optionen.
Ich würde wirklich sagen, wir machen diese Strecke hier, setzen wir die Taktzeit runter. Weil nämlich, 19 Minuten, das ist schon eine ganze Menge. Ilshofen. Tauberbisch. So. Ja, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten wieder dabei, wenn es heißt, Garderoll spielt mit euch Train Fever. Und bis dahin sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Lasst zahlreiche Kommentare da. Daumen, Abos, Likes. Würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.